Leo, was machen wir gerade? Wir fahren auf der Sommerrodelbahn. Ne? Wir werden gerade abgeschleppt. Da oben ist der Philos. Hallo Philos! Hinter uns sind Mama und Emmy. Hallo! Hat das Spaß gemacht, Leo? Hat das richtig Spaß gemacht? Sollen wir nochmal fahren? Nadine natürlich mal wieder nur am Handy. Nadine, Handy weg am Steuer. So ganz kriegst du es aber nicht. Komm schnell, gleich ist die Zeit vorbei. Ich will noch einmal ganz oben den Sand rauslassen. Oh, es war nicht zu. Och Nadine. Wow. Nicht nur die Knie. Boah, ey, 180 Kilo in die Höhe zu stemmen ist gar nicht so einfach, sag ich dir. Guck mal, eine Raupe. Was? Was? Guck mal, eine Raupe. Oh, krass. Die ist ein bisschen eingerollt. Krass, was ist das für eine Raupe? Die sieht süß aus. Die ist Svenja. Leo, kommst du? Ich habe eine Raupe gefunden. Möchtest du die sehen? Oh, du bist richtig scharf gerade. Danke. Was denn? Hast du schon erzählt, dass heute unser Hochzeitstag ist? Ja, die Emmy trägt dahin. Ja, nein. Dritter Hochzeitstag. Es ist doch dein Vlog. Wieso das denn? Ich dachte, es wäre dein Vlog. Das ist dein Vlog. Es ist mein Vlog. Leo, kommst du bitte? Wir wollen los. Ey, lass doch was ganz Lustiges machen. Da oben, lass mal zwischen dem K und dem A ein R hinmachen. Dann steht da oben krasse Rodelbahn. Boah, das ist lustig. Bibi, warte ganz kurz. Wir haben heute Hochzeitstag. Wir sind 3 Jahre verheiratet. Und du schenkst mir jetzt nicht diese Raupe. Und weißt du, wisst ihr, wie wir das erfahren haben? Wir haben es in unseren Kommentaren unter unserem Foto gelesen. Wir haben nämlich erst so was Neutrales hingeschrieben. Da hat der Julian das unter dem Foto gesehen. Haben wir Guck mal, Leo, eine Raupe. Gerne. Aber wenn... Sollen wir die mal ins Bettchen... Willst du die einmal auf die Hand nehmen, okay? Ja. Dann legst du die ins Bett, okay? Ins Grasbett. Leg die mal vorsichtig dahin. Die ist ein bisschen müde. Die ist zu viel Sommerrodelbahn gefahren heute. Ich hab die dahin gelegt. Ah, okay, cool. Geil, wir sind angekommen. Wir schauen uns heute dieses Haus hier an und überlegen. Wir würden gerne umziehen und das kaufen. Boah, sieht das schön aus. Boah, ist so geil, das Schloss, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall gerade einen Parkplatz gesucht. Diese Kackflecken von den Vögeln stören auf jeden Fall. Okay, tschö. So, wir sitzen jetzt hier. Bam! Und essen was. Boah, geil, guck mal. Zeig mal. Gefüllt mit Couscous-Salat. Das ist eine scharfe Möhrensuppe und die ist wirklich krass scharf. Aber so Ingwer scharf, das geht nicht mal. Weil ich so gut scharf essen kann. Die ist richtig scharf, oder? Aber schmeckt sehr lecker. Ich finde übrigens die Flasche da hinten sehr, sehr geil. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf meinen selbstgemachten Avocado-Tomatensalat gefreut habe. Warum hast du nicht einfach die kleine Öffnung genommen? Ich weiß nicht, ist einfach aufgefallen. Das kriegt man auch nie mehr raus, ey. Doch. Soll ich versuchen? Ja, wie willst du es denn jetzt versuchen rauszuholen? Bisschen Salz wolltest du doch. Ja, das wäre schon zu viel gewesen. Was machen wir jetzt, Emmy? Hupen. Hupen? Nee, Schatz, Papa kann jetzt nicht hupen. Aber wir gehen jetzt einkaufen, stimmt's? Wir beide ganz alleine. Ja. Ja. Nuna ist zu Hause. Und bleibt da mit der Mama und die füttern gerade die Geckos. Der Papa und die Emmy, die gehen jetzt einkaufen. Die Emmy, die will zwischenzeitlich ganz bestimmt viel saufen. Nein. Nochmal? Ja. Nochmal singen? Das war das so schön. So gut war es jetzt nicht, also. Es war schon gut. Ja. Es war gut. Darum muss der Papa sich mal die Haare raufen. Denn die Emmy, die will immer freitags saufen. Nee, das ist jetzt einfach nicht auch mehr so Jugend. Nochmal, nochmal. Ja, ich fühle mich geschmeichelt. Ich sag's dir, wie es ist. Erinnerst du mich bitte daran, dass wir Riegel kaufen müssen für euch? Ja. Was muss der Papa kaufen? Igel. Igel, genau. Wie viel Uhr haben wir? 8:30. 20:34 Uhr.
Beide Kinder schlafen. Eine absolute Seltenheit in dieser Uhrzeit im Moment. Was machst du hier schönes? Gin Tonic. Mhm. Mhm. Hättest du auch gerne eine Grapefruit-Scheibe da drin? Gerne, musst du aber nicht extra machen. Ich esse hier ein paar Trauben zum Abendessen. Schnappst du? Möchtest du eine haben? Mhm. Na bitte. Noch eine? Mhm, warte. Das wäre echt cool gewesen. Dieses Loch wird wirklich von Tag zu Tag größer. Hast du nicht vielleicht mal eine andere Hose, die du anziehen willst? Ich bin müde. Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Vorsicht, jetzt reiß das nicht kaputt. Das ist wirklich riesengroß. Ja. Welche Farbe? Beug dich mal nach vorne. Gelb. Beug dich mal nach vorne. Nein. Aber dann sieht das Loch noch größer aus. Oh, das ist wirklich riesig. Okay. Ich verstell die Regale jetzt doch nicht. Nein! Nein, tue ich nicht! Dann mach ich's alleine. Ja, das glaube ich nicht. Doch! Wir haben die Beschwerde bekommen, dass das Aktending voll ist. Wir brauchen ein neues Aktending. Aktending. Korrekt. Aktending. Dieses Ding kommt jetzt erst mal rüber. Nein, wirklich nicht. Doch, aber... Ich hab gar keinen Bock drauf. Bitte, wirklich nicht. Die Bianca wollt gerade auf Klo gehen, auf Klo gehen, auf Klo gehen. Der neue Mann, ich will noch nicht gehen. Hallo! Julia, der Zappes ist. Hallo! Was hast du bestellt? Ich habe für die Elmi. Ja. Ich pack's aus. Also das ist wie ein Laufrad, aber mit vier anstatt mit zwei Rädern. Weil die geht nämlich immer beim Leo rauf und kommen natürlich mit den Füßen noch nicht auf den Boden. Und zwei Schneeanzüge, ne? Ja. Warum kaufst du jetzt Schneeanzüge? Das sind halt Regen. Hier Matschhosengerätschaften. Geil. Das für die Emmy. Für den Leo habe ich das an einem anderen Laufhund bestellt. Wie riesig ist das? Hat mit Vlies, damit die nicht frieren. Da passt dann, du doch rein. Guck mal, dann in der gleichen Farbe die Gummistiefel. Und warte. Leg dich mal daneben, bitte. Kein Fall. Probier mal an. Nein. Wirklich, ich will nur einmal gucken. Größe 98. Ich will einfach mal, leg dich mal daneben, bitte. Ey, seht ihr das? Das ist Leos Schneeanzug. Und das ist die Bibi. Schneeanzug. Das sind gefütterte Matschhose und Regenjacke. Das passt. Nur das Oberteil. Bitte. Einmal anprobieren. Du hast wirklich einen ganz krassen Schaden, Rick. Ich sage, es ist tendenziell dem Leo eher zu klein als zu groß. Dem Leo ist auch noch zu klein. Das wäre jetzt wirklich krass. Nicht dein Ernst. Ja komm, also so läuft doch kein Mensch rum. Ja gut, aber allein, dass du in Leos Klamotten reinpasst. Das ist vom Leo. Ist das nicht dein Ernst? Jetzt zieh den die Matschhose auch noch an. Was? Mit dem Leo Klamotten tauschen? Ey, das ist es. Ich tausche mit Leo, Bibi. Boah, Bibi. Ja. Okay, deine Beine sind natürlich ein bisschen zu lang. Guck mal, der hat es noch keinmal angehabt, der Junge, und ich mach's schon kaputt. Das geht nicht. Ich würde in deine Oberteile nicht so gut reinkommen wie du in Leos. Bibi, dein Sohn ist noch nicht mal 3 Jahre und du kannst schon seine Oberteile anziehen. Jetzt versuch mal von der Emmy an. Nee, jetzt hör mal auf. Versuch mal das Oberteil von Emmy. Bitte. Ey, die würde ich mir sofort in meiner Größe... Weißt du was? Ich glaube, die gibt es sogar in Größe. Ist doch fast deine Größe. Ich kaufe mir die auch in einer größeren Kindergröße. Da habe ich Partner noch mit. Ja, zieh mal an. Kann nicht funktionieren. Allein, dass du das machen kannst. Dass du das machen kannst, ist krank. Aber das kriege ich nicht zu. Vielleicht vor meiner Brust. Dreh ich mal um. Oh, ich möchte auch Partner noch mit der Emmy haben. Das ist von der Emmy. Checkt ihr das? Das ist von der Emmy. Das sieht doch jetzt... Es sieht nicht aus, als wäre das von einer 1,5-jährigen Tochter. Ja, okay, ich hab's verstanden. Wie witzig ist das denn? Mega geil. Ich guck jetzt, ob es die auch in größeren Größen gibt. Kauf mir die auch. Geil. So. Es ist fertig. Aufsteigen. Super. Das klappt ja richtig schnell. Oh. Lenken ist ein bisschen schwierig. Boah, toll, Emmy. Müsste doch auch deine Größe sein, oder? Kannst du vielleicht auch gleich... Achso, ja. Oha. Guck mal, so sauber könnte es sein. Was machst du da, Bianca? Ich wollte gerade so einen Jubelmove machen mit meinem Knie bei dem Boden rutschen. Und ich bin krass
zieh dir das mal rein. Das hat richtig verbrannt gerochen gerade. Ist das einfach Schmutz von unserem Boden jetzt, der hier abgegangen ist? Also warte ganz kurz. Wir haben gerade 19.30 Uhr und beide Kinder schlafen und die Bibi wollte jetzt einen lustigen Boomerang machen, wie sie angerutscht kommt. So auf den Knien hat Julian so gesagt. So zum Verständnis. Und dabei hat die Bibi einfach... Ey, kannst du das bitte an jeder... Ey, kannst du mal bitte fühlen, wie glatt und weich das ist und wie rau und dreckig das... Wie hast du das gemacht? Hä, stell dir mal vor, man würde den ganzen Boden so reinigen, wie sauber und anders der dann aussehen würde. Kannst du es daneben nochmal machen? Versuch ganz vorsichtig, tu dir nicht weh, aber polier ein bisschen noch den Boden. Das ist richtig heftig, sieht so scheiße jetzt aus. Das sieht scheiße aus, aber wenn alles so wäre wie das, dann... Das tut einfach so weh. Ja, dann tu dir nicht weh, aber dann mach halt irgendwie... Ich trau mich nicht mehr, wenn man so leicht macht, geht's nicht. Boah, es hat so weh getan, gezwirbelt. So, ich wollte hier an der Stelle einfach mal sagen, es war's, bevor hier die Bibi nachher noch denkt, sie könnte im coolen, ich rutsch die Treppe runter, Boomerang machen oder so. Vielleicht geht das auch an der Wand, dass sie dann einfach wieder wie frisch gestrichen aussieht. Super gute Idee. War auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Videoserie heute, würde ich sagen. Hört gerne jetzt mal in unserem Podcast vorbei, denn da haben wir Fragen beantwortet als Influencer praktisch. Also alles, was ihr von einem Influencer wissen wolltet, haben wir offen und ehrlich beantwortet. Ja, mega geil. Findest du langweilig, ne? Finde ich nicht langweilig, war richtig krass und Bibis letztes Video ist hier ebenfalls verlinkt. Blup. Und Ehre, danke. Jetzt wieder weg. Blup. So. Ich muss ganz dringend. Jetzt wieder da. Blup. Ich muss morgen planen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss. Aww.